so, so windig. Ich werde regelrecht zurückgedrückt und komme recht langsam voran. Aber das ist eben, ne? Diese kleinen Motoren, was die so leisten müssen. Sie müssen ein Gewicht tragen. Sie müssen jetzt sich gegen den Wind kämpfen oder ankämpfen. Da gibt es so viele Sachen, wo so ein kleiner Motor ganz schön Kraft beweisen muss. Wahnsinn. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt einen getunten Motor. Sicher, man kommt natürlich schneller voran damit und hat vielleicht auch ein bisschen mehr Kraft, ein bisschen mehr Power. Aber die Lebensdauer, je nachdem wie er getunt ist, ist die Lebensdauer um einiges verkürzt oder wird um einiges verkürzt. Deshalb sage ich immer, bleibt in einem gewissen Maße, wo der Motor auch langlebig bleibt. Das ist sehr, sehr wichtig. Was nützt es, wenn ich einen Motor habe, der Dampf ohne Ende hat, aber letztendlich schneller kaputt geht als ein Original? Und wer sich so einigermaßen mit Motoren auskennt, ich denke mal, derjenige wird genauso denken oder würde genauso denken. Lieber ein Original als ein extrem getunten Motor. Das Thema kam ja auch schon mal auf. Diese Motoren sind natürlich unterdrückt. Na klar, selbstverständlich müssen diese Motoren unterdrückt werden, da sie ja nur eine gewisse kmh-Zahl leisten dürfen. Und deshalb werden diese Motoren auch unterdrückt. Wo ich aber sage, ich finde es trotzdem besser, unter einen unterdrückten Motor zu fahren oder leicht unterdrückt, als einen getunten Motor. Aber sowas kann man ja auch ausdiskutieren oder man kann es jetzt über die Kommentare ruhig mal ansprechen oder anschreiben. Was sagt ihr denn dazu? Es fängt leicht an zu nieseln und ich habe meinen Case natürlich nicht über der Cam, aber ich bin auch gleich zu Hause. Kommen wir nochmal zu den... Jetzt aber, nein, kann ich vergessen. Kommen wir nochmal dazu, zu meinem neuen Roller, den ich ja nun geholt hatte. Es ist kein Markenroller. Es ist kein Markenroller. Aber wenn ich mir das Ganze so angucke, sieht er optisch gar nicht so schlecht aus. Auch der Lack gefällt mir auch. Also ich werde bei diesem Lack bleiben. Wie ich ja schon sagte, das seht ihr dann alles im nächsten Video. Da sprechen wir das ein oder andere Wörtchen mal drüber. Sage ich jetzt nur noch Tschüss und Danke. Willkommen oder nein, willkommen in mein Zuhause. ich werde mich jetzt so langsam von euch verabschieden. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit mir.
Ja, und wir sehen uns natürlich in dem nächsten Video, wo ich mich schon riesig drauf freue, euch das Teil präsentieren zu können, was wir uns neu angeschafft haben. Von daher, bleibt natürlich am Ball. Und schaut gerne bei mir rein. Naja, was heißt bei mir? Auf unserem Kanal. Und ich mache es jetzt kurz und schmerzlos. Ich werde mich verabschieden. Nochmal ein Winke an euch. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass wir so zahlreich werden. Und natürlich seid auch gegrüßt, alle, die da neu zukamen und immer noch kommen. Also, ihr macht einen damit richtig glücklich.